Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Baldur's Gate 3. Wir sind immer noch mal Underdark unterwegs, haben immer noch keine Kohle. Und haben hier diese verwucherte Stelle hier gefunden. Diesen geheimen Gang oder so, was auch immer das. Und ich habe mal ein bisschen nachgeforscht. Und es lohnt sich auch nicht, hier weiterzulaufen, weil das Ganze führt nur zu der Grotte von der Hexe, die wir ja besiegt hatten. Ist also ein alternativer Weg, wie man zu der Hexe gelangt. Und ja, für den einen oder anderen vielleicht interessant, aber hier ist halt nichts hinter, was neu für uns wäre. Also es ging wirklich nur zu dieser Grotte hin. Da waren wir ja schon. Das heißt, wir können jetzt hier wieder zurück. Aber falls ihr eine Alternativroute sucht, wie ihr in die Hexengrotte gelangt, dann müsst ihr da langlaufen. Können wir eigentlich inzwischen irgendwas craften? Alle Zutaten extra hier. Das ist schon mal gut. Tränke. Können einen Heiltrank machen. Und Elixiere. Elixier des Kolosses. Nur zwei Stück herstellen. Aber lassen wir erstmal. So, jetzt geht's nämlich hier weiter. Das wird jetzt schon eine kleine Herausforderung, denke ich. Scorched ground. Better watch out. Weil hier sind nämlich jetzt diese Geschütze. Und die müssen wir. Ja, diese machen ziemlich Aua. Das heißt, wir gehen hier am besten mit ihm rein. Magiebandöl hier nicht. Waffen bewirken zusätzlich 1W4 Schaden. Nehmen wir mal, um das Ding schnell kaputt zu kriegen. Jetzt kommt er hier. Und so, direkt mal mit einem Schlag tötet. Das hat uns aber auch ordentlich Lebenspunkte gekostet. So, können wir jetzt hier. Ne, können wir nicht. Können wir von hier hinten irgendwo dran? Wahrscheinlich auch nicht. Können wir hier hochspringen vielleicht? Zu weit entfernt. Ne, passt schon. Ah, da schießt er uns trotzdem ab, okay. Aber jetzt ordentlich hier gekostet an Ressourcen. So, aber dafür sind die Turrets hier schon mal kaputt. Da drin in dem Turm sind noch weitere. Da bin ich aber jetzt auch angestellt wie so ein Depp. I'll take that. Time to waste. Ein bisschen heilen hier. Nochmal.
So. Jetzt haben wir zwar keine Dreier mehr. So. Was gibt's denn hier draußen noch zu ergründen? Hier ist eine Truhe. Well, hello. A crooked touch. Hier ist noch ein neuer Hammer. Ist der denn toll? Ist jetzt die große Frage, ne? Also ich habe jetzt ja gerade plus Singen, also der macht singendes Niederstrecken auch noch. Das heißt, ich könnte zusätzlich noch Feuerschaden machen. Waffenverzauberung plus 1 bleibt. Aber die Beharrlichkeit ist weg. Nee. Always room for more. Nee. If not over, then through. So, hier ist eigentlich auch noch was verbuddelt. Müssen wir jetzt mal. Ja. Buddeln! Gold können wir gut gebrauchen. Können wir sehr gut gebrauchen. So. Mal hier nochmal herum. Da gibt's noch. Da hinten müssen wir hin. Aber da kommen wir von hier aus nicht hin. 80 Erfahrungspunkte schon mal gesammelt. So, verschlossene Tür sollte kein Problem sein für Astarion. So, und hier sind jetzt auch noch Turrets wieder drin. No one stopped me yet. So, mal schnelleres Springen machen. So, dann können wir nämlich hier direkt mal hinjumpen. Wusch, wird gespeichert. Und komm. Und jump. Kanone weg. So. Wir brauchen hier wieder Heilung. Got to press on. So, haben wir ihn wieder voll geheilt und haben wir fast alle unsere Slots verbraucht. Immer nur mal schnell eine lange Rast machen, aber ich glaube, hier kommt bis zum ganz zum Ende kein kein Kampf mehr. What might you be hiding? So, was gibt's hier? Einen Balkon. Okay.
So, und hier wird's gleich interessant. Hier kann man gleich hier runterspringen. Und das hier ist halt ein ziemlich übler Jump. Den müssen wir allerdings auch machen. Wir haben leider gerade keinen der Federfall kann, ne? Kannst du Federfall? Kannst nur Sprung verbessern und lange Schritte. Kannst du Federfall? Nein. Ja, und er schon gar nicht. Ja. This way. Heiltränke sind immer gern willkommen. Können eigentlich mal ein paar zu hier rüberschieben. Da haben wir noch 4 Stück davon. So, das sollte reichen. So, erstmal wieder gruppieren, damit wir wieder alle zusammenlaufen. So. Federfallschuhe gefunden. Das ist doch mal praktisch. Zumindest für einen. Und der kann dann ja eigentlich alleine runter und mit dem Aufzug die Leute dann holen. Und dann geben wir das am besten Astarion, weil wir müssen dann bestimmt noch ein paar Schlösser knacken. Elixier des Blutdurstes geben wir an Koali rüber. Herzlichtbombe können wir behalten. So, dann gehen wir auf Astarion. Was hat er gerade für Schuhe? Er kann mehr Akrobatik und mehr Sprungreichweite machen. Aber er kriegt jetzt hier den Federfall. Federfall hält bis zur nächsten langen Rast, oder? Ne, für 10 Züge. Okay. Okay, okay, okay. So. Dann machen wir das mit ihm jetzt. Ist ja so fast so, als ob die Entwickler gedacht hätten, ah, die haben bestimmt, da gibt bestimmt Spieler, die haben keinen Federfall. Da gibt es bestimmt Leute, die können das gebrauchen. Und ja, gibt es. So, hier sind die Ingredienzien, die der Gedankenschinder braucht. Zunge des Wagels, eine Mistgabel, genau, Omelum, wie er hieß. Gütesack. Nee. Und da drüben sind die Sporen, die er braucht. Verschlissenes Buch, das können wir nochmal nehmen. Und ein Vorratspaket. Wie kann ich vertrauen? Wie kann ich mich zeigen? Mein Dunkel ist sich meinem Herzen entrissen. Uiuiui. Lyrik. Haben wir den schon angeguckt? Ein Hut. Besen. Was in der Vase? Nein. So, dann haben wir hier noch ganz viele Fässerchen. Wo geht's hier raus? So, hier könnte man jetzt auch schon mit Federfall runter, glaube ich. Aber ich gehe lieber hier rum. So, da ist noch ein Fass.
Weil dieser Aufzug hier, der klappt nicht, weil er keinen Power hat. Den müssen wir erst wieder anschließen an die Kräfte. Lager. So. So, und dieser Jump hier, der ist jetzt natürlich fies. Der hier. Deswegen. Jumpen wir jetzt so runter. Da ist noch ein Loch, da könnten wir durchkriechen, wenn wir klein genug sind. Sind wir aber nicht. So, und hier gibt es noch ein bisschen was einzusammeln. Und das brauchen wir da hinten, um den Aufzug zu powern. Ist hier oben noch eigentlich irgendwas? Blaukappen. Ist auch noch eine Blaukappe. Schick hier. So. Ausgraben bitte. Kredenzchen. So, einmal die Blüte mitnehmen. Ja, du kannst keine Magie mehr wirken jetzt, mein Freund. Kritischer Erfolg. Bam. So. Rein hier. Dann können wir noch ein paar Zeugs suchen. Und hier ist ein Hebel. Der macht, glaube ich, die Tür auf und zu. Ja, macht er. So, dann... Da ist das Loch, wodurch wir durchschlüpfen könnten, wenn wir kleiner, klein genug werden. Das können wir mitnehmen. Hier ist ein Buch. Siedlung. Wissen wir alles schon. Können wir trotzdem aufheben und mitnehmen. Können wir schon mal gut verticken. Ein verrottetes Stück Käse. Nee, danke. Hier haben sie ein paar Blüten hingelegt, damit wir auch gar genau wissen, dass wir hier die Blüten rein tun wollen. Machen wir auch direkt mal. Und zack, hat der Aufzug wieder Power. Und da sind die Turrets auch alle weg, aber die hatten wir ja alle kaputt gehauen. Und hier ganz oben gäbe es potenziell auch einen Kampf. So, aber wir sind hier noch nicht fertig. Wir haben ja noch Zeug, was wir looten können. Verwelktes Blütenblatt brauchen wir, glaube ich, nicht. Ah, ein Trank der Unsichtbarkeit, Trank des glorreichen Sprungs. Perfekt. Hier noch ein Sack.
Habe ich das richtig gesehen? Ja. Da ist noch ein verfaulter Pilz drin, den brauchen wir nicht. Gebundene Kleidung nimmt Astarion bestimmt gerne mit. Wenig erreichbar. Was soll die Scheiße denn? So. Was können wir hier oben? Da ist ein Fenster. Hier ist noch eine Truhe. Gedanken wahrnehmen. Kann nützlich sein. Also wir sind eher nicht so die Gruppe dafür. So, und dann können wir jetzt nämlich mit diesem gepowerten Aufzug wieder nach oben fahren und den Rest der Gruppe einsammeln. So, müssen wir nur gucken, wo sie denn sind. Ich glaube hier noch nicht. Aufstieg. Da sind sie. Kommt mal her, Long. Jungs und Mädels. Also, ich habe uns hier so einen Aufzug klar gemacht. So, hier können wir noch was machen. Jetzt nämlich eine Holztruhe. Zeug drin. Auf ins Graue. Let's see. Okay. Herausgerissenes Papier. Stille zieht sich, ich bin ganz allein, darf ich bitte eure Hände halten? Nur kurz. Und wir haben hier eine Kunst. Githyanki-Scheibe. Ja, wenn wir unseren Githyanki nicht getötet hätten im allerersten Folge, könnten wir da bestimmt jetzt auch was mit anfangen. Ups. Wollten wir aufheben. Oben ist noch eine Githyanki-Scheibe. The disc is formed from slate and engraved with Githyanki writing. You examine them closely, but can't make much sense of them. Using the cipher you found, you might be able to reveal the disc's meaning. Die Scheibe auffordern, ihre Geheimnisse zu offenbaren. Den Code benutzen, um die Symbole zu entschlüsseln. A pattern forms as you gaze at the disc. And from within that pattern, a story emerges. The Prince of the Comet, Part 1. So it was that we were free from Geik shackles and turned our blades on each other. The heavens were shattered and one great empire was divided in two. Gith traveled to the Hells to broker help for her people, her cause. Flakith would have you believe Mother Gith proclaimed her our queen. Lies. Gith made no such proclamation. Flakith seized the empire against the mother's wishes, but Gith had nurtured a son, Orpheus, Prince of the Comet, the true heir. He knew Flakith's treachery. Orpheus rallied Gith's honor guard and declared the throne for himself. The War of the Comet had begun. It's an intriguing tale, and a forbidden one, given how expertly it was encoded. Da hat sich auf jeden Fall jemand mit den Githyanki irgendwie befasst hier. Epische Tragödie über Macht und Korruption und Einsamkeit.
Drei Elfenfreunde ihren Weg zur Macht und sich verdorben und gegenseitig umbrachten. Oh ja. Klingt nach Elfen. Handgeschriebener Brief. Ein Landhai ist kein harmloses Haustier. Den haben wir schon getötet. Der Landhai ist nicht mehr. Aber dann wissen wir auch, warum der hier ist. Magie des Gewebes, eine Einführung, Überlieferung von Gith und Gedankenschinder. Ein Knopf. Strangely low for a button. Strangely useless too. Arkane Kunde plus 1, Religion plus 1. Er hat noch keinen zweiten Ring, ne? Haben wir überhaupt Leute, die. Ich glaube, Ringe sind bei uns noch nicht so verbreitet hier, ne? So. Karlach kann das gut gebrauchen, bestimmt. Eigentlich ist ja Karlach hier gerade unsere Zauberin. Das ist die Teleskop. Kann man da irgendwas gucken? I never cared for spyglasses. Watching things from afar is hardly fun. Geld. Können wir gut gebrauchen. So. Hier haben wir noch ein Bücher da rein. Ohne was drin. Ohne was drin. Ohne was drin. Die haben wir, glaube ich, angeguckt. Ja. Die Truhe haben wir angeguckt. Alles klar. Ist hier drüben noch irgendwas? Ne. Gut, dann gehen wir nach oben. Gucken wir, ob wir den Typen bekämpfen müssen oder ob wir uns rausquatschen können. Wer kann von uns eigentlich am besten quatschen? Schattenherz kann am besten quatschen. Nicht besonders gut, aber besser als alle anderen. Is it the foe? The foul, contemptuous heel? You know these words. They are from the opening stanza of a play you found in this very tower. Also angreifen, das hier ist halt das Play weitersagen. So, der zeigt uns jetzt hier ein Artefakt, glaube ich, das wir mitnehmen können. Also wenn man das hier falsch macht und die Bücher alle nicht gelesen hat da unten, dann kann man ja die Antwortmöglichkeiten hier nicht geben und dann genau Leuchtfeuer. Letztes Geschenk, letzte Gabe, nicht verbrennen. Dann muss man die hier alle bekämpfen, die Viechers. So, aber sonst gibt's hier auch nicht so viel. Let's see. Hier oben noch was? Nee. Da drüben.
Nee, alles nur kaputte Sachen. So, dann kann man jetzt den Ring anziehen. Wem geben wir denn den Ring? Wer hat denn hier? Wer hat noch nicht? Der macht nämlich Licht. Gehen wir mit Karlach. Und Uhu, es erscheint ein neuer Aufzug-Button. In den Keller zu fahren. Da gibt es jetzt noch Sachen. Mal ein paar Sporen. Schriftrollen. Tut mir auch bestimmt weh, wie oft wir dieses Buch jetzt schon irgendwie gefunden haben. Basiliskenöl. Schriftrolle 5, Schriftrolle Federfall. Störung der Nerven und des Verstandes. Okay. Grenzphilosophie. Noch mehr Zungen des Wahnsinns. Und noch mehr Zungen des Wahnsinns. Und ein Stab des Arkansegens. Was gucken wir, was der macht. Den schauen wir uns mal mit Karlach an. Wo ist er denn, der Stab da? Der macht, kann Segen machen. Segen gewährt 1W4 zu Rettungswürfen und normalen Angriffswürfen sowie 2W4 auf Zauberangriffswürfe. Boah. Kann man mal machen, ne? Sie ist ja eigentlich die, die hier mal segnet. Kann die mit dem Stab denn umgehen? Anscheinend schon. Frage ist, ob das jetzt hier auch für die... Was war das jetzt nochmal hier? Irgendwas hat doch hier zusätzlich Segenzeug drauf. Heilendes Wort. Genau hier die Gnade, aber ich glaube, dafür zählt das nicht. Sondern nur auf den normalen Segen. Den ich gerade auch gar nicht mehr dabei habe, aber ich könnte ihn ja dann mit dem Stab machen. Weniger Schaden im Nahkampf, auf jeden Fall. Aber dafür potenziell, ich glaube, ich lasse es mal. Probieren wir mal.
So. So. Sorry. So. Hier jetzt den Hebel. Und dann sind wir hier, wo Astarion hier eben reingelaufen ist. Und können dann wieder oben rum, glaube ich, am besten. Aber wir können uns eigentlich auch teleportieren, oder? Weil hier ist jetzt alles fertig. Wir gehen jetzt hier wieder zum Mikrolonie. Zurück. Und geben die Quest ab. Und schauen mal, was der Omlum oder wie er heißt. No one back home will ever believe this. Wonder if the gods are watching me. So. Greetings. Greetings. What knowledge do you seek? So, ich habe hier die Pilze. These are fine specimens. It will only take me a moment to brew them to proper potency. Omelium turns away to prepare the potion, lost in its own musings. Mm-hmm. You must drink the entire draught. I can make no promises as to its taste. Trinken. The potion is disgusting beyond description. The only mercy is that it goes down quickly. Not a drop left. Very good. As the potion influences your mind, you may find yourself acting irrationally. Try and stay focused. The world das kriege ich ja schon im anderen Zustand nicht hin. Finer boundaries. You are fluid, but trapped like a creature suspended in amber. Willenskraft bin ich nicht so gut. Auf die Gegenwart bin ich die Illusion konzentrieren. Boah, Intelligenz bin ich noch schlechter. Shadowheart könnte hier Segen mal machen. Es gibt extra jetzt. Ah, easy peasy. A few sparks and colors dance around Omelium, but you stay steady and staring ahead. The tadpole spasms, seizes. It's fighting the potion even harder than you are. Fear pierces your mind like knives of ice. The parasite digs deeper, as if it needs to hollow out your skull. Nur Wut. Mist. Komm noch mal. Jawohl. The cold blades lose their edge. You are stalwart, turning that tide of fear against itself. The parasite swells with power. More power than you have ever felt before. It surges and twists, lashing out against that which would dare to intrude. The parasite in your mind quiets, pleased with itself. Omelium, are you well? That lava is like nothing I have ever observed before. Its power is unsettling. Such an outcome was not in my calculations. There is more to this being than mere stasis. Mehr macht es besser als weniger. Yet that power may grow beyond your control. I have another intermediate solution. Ach ja? If you are in need. I possess a ring of mind shielding. Oha. It prevents elder brains from noticing my presence. It will not remove the lava,
but it will limit its influence, both positive and negative. I would offer it as a gift, but in truth, the ring is priceless. Is there anything you could offer me in turn? Ich habe Gold, das ist so ein bisschen gelogen. Ja. My research is in perpetual need of funding. Yes, I am willing to accept your coin. So viel Coin habe ich ja gar nicht. Aber ich kann hier Coin von dir nehmen hier, guck mal. Alles verkaufen. Knochen kannst du bestimmt und einen Eimer kannst du bestimmt super gebrauchen. Das brauchen wir auch nicht. Gift brauchen wir nicht. Magiebandöl brauchen wir nicht. So, und was hast du jetzt hier noch? Du hast hier den Ring der Gedankenabschirmung. Den meinst du bestimmt. Den kaufen wir mal. Aber ich sehe, der hat noch viel andere noch. Ja, was hat er noch? Echo der Schöpfung. Wenn der Anwender Säure, Feuer, Blitz, gleißende, nekrotischen Schaden bewirkt, wird er zweifelsohne Resistenz gegen diese Schadensart. Nicht schlecht. Brauchen wir aber gerade nicht. Perlenregeneration. Du kannst verbrauchte Zauberplätze deiner Wahl regenerieren. Das ist nice. Her damit. So, das haben wir ihm verkauft. Du stellst zusätzlich 2 Trefferpunkte wieder her, wann immer du eine andere Kreatur heilst. Her damit. Wenn der Träger von Schatten verschleiert ist, erhalten dessen Zauber einen Bonus von +1 auf die Zauberdingens. Ja, wir zaubern nicht, wenn wir im Schatten sind, ne? Ne, brauchen wir auch erstmal nicht. Elixier der psychischen Resistenz. Einfach mal alles verticken, was wir hier nicht brauchen. Rettungswurf Geschicklichkeit. Wir brauchen jetzt hier noch ein extra. Blitzstrahl. Zauber, Blitzzauber verstärken. Auch nicht schlecht. Ganz schön teuer das Ding, ne?
Kerze können wir noch gebrauchen. Das können wir mal wegschmeißen. Das können wir wegschmeißen. Schneesturm. Lohnlicher Sprung. Einfaches Gift brauchen wir nicht, mehr. So, Unsichtbarkeit. Wiffengift behalten wir. Das kann der sich nicht leisten. So. Ja. So. Dann werden wir fertig mit Einkaufen, ne? May it serve you as well as it has served me. That thing better work. If it doesn't, I doubt you'll be in any position to complain. Of course, the larva remains. Be ever vigilant of its growth. Okay. Frage ist nur, welchen von den Ringen. Ich glaube, den können wir entbehren. Den können wir entbehren, ja. Springen können wir ihm dann derweil geben. So. Ja, jetzt haben wir das Problem, ne? Wir können entweder hier die extra Heilung wegmachen. Aber ich glaube, das lohnt sich mehr hier mit dem Regenerieren. So, was haben wir hier noch? Sprühende Farben können wir auf jeden Fall wegmachen. Und dafür mehr Lebenspunkte. So. Also das können wir auch ans Lager senden. Das können wir dann oder können wir das Karlach geben vielleicht? Ja, das ist viel besser als das hier. So, sprühende Farben. Ja, passt schon. Licht. Ja, komm, Licht können wir mal drin lassen. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Das können wir auch ans Lager senden. So, jetzt haben wir hier gedacht, das können wir auch ans Lager senden. Die Sachen hier noch, die wir verticken können. Die Federfall gehen wir auch ins Lager. Rüstung auch verticken. So. Die hat ja auch nur. Ist auch noch eine leichte Rüstung, ne? So, dann gehen wir mit ihm nochmal ins Handeln. Ah, a visitor. I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Weg. Und. Hat er noch irgendwas Tolles? Lebensspender. Das können wir auf jeden Fall mal nehmen. Die Heiltränke nehmen wir mit. Ja,
Aber sonst hat er nichts Großartiges. Das ist eigentlich auch eine ziemlich gute Klinge. Aber nee. So. Very well. I have mushroom. Ja, dann mach du mal deine Mushrooms. So, und wir sind dann für diese Folge raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.